So. Kann man mich sehen? So, dann herzlich willkommen zum ProSimener CE, der Experiment mit Streamen heute. Ich hoffe, der Ton ist ausreichend laut. Ich nehme das Mikro ein bisschen weiter zu. Ja, schlagt es besser aus. Ich habe es ja vorhin schon im Chat gepostet. Der Stream hat irgendwo bei etwa 30 Sekunden Verzögerung. Dementsprechend werdet ihr wahrscheinlich eure Rückfragen etwas verzögert mitbekommen. Ich werde einfach versuchen, die Themen heute durchzugehen und falls Fragen auftreten, sobald sie die im Chat, Entschuldigung, sobald ihr die im Stream gehört habt, könnt ihr es im Chat posten und ich werde versuchen, den Chat eben im Auge zu behalten und darauf zu reagieren. Gut, das Thema heute ganz grundsätzlich ist das Review. Es waren ja bis Freitag die Draft-Versionen fällig hinaufzuladen im Basecamp. Das ist soweit passiert. Also wir hatten, ich habe jetzt vorhin gerade nochmal nachgeschaut, insgesamt haben beim Termin, wo wir die Fragestellungen präsentiert haben, 14 Leute eine Fragestellung präsentiert. Es sind jetzt auch gerade 14 Drafts online, insofern müsste das eigentlich vollständig sein. Danke dafür. Hat gut funktioniert und wir gehen jetzt in die Review-Phase. So, ich würde jetzt ganz kurz, um euch das Vorgehen zu erläutern, auf den Bildschirm umschalten und da ins Basecamp wechseln. In dem Basecamp-Kurs, ich hoffe, man kann das mit dem Stream halbwegs lesen und halbwegs erkennen. Ich habe auf 480p schalten müssen, damit man da die Bandbreite halbwegs so hinbringen, dass man noch sowas wie ein Stream, sowas wie ein Videostream hinbringen und nicht lauter Einzelbilder. Im Basecamp habt ihr also da, wo ihr drauf gelandet habt, diese Docs and Files und da gibt es die Draft-Versionen. Da sind sämtliche Drafts, die jetzt zu reviewen sind, drinnen. Ich würde euch bitten, euch dann in weiterer Folge in diesem Dokument Review-Einteilung, die ich dann gleich öffnen werde, einzutragen, wer welche Arbeit begutachten wird. Die Idee ist, dass jede Person zwei Draft-Versionen reviewt und dass auch jede Person mindestens zwei Reviews erhält. Das müsste eigentlich ausgehen. Gegebenenfalls wird irgendeine Arbeit dreimal reviewt. Das ist kein Problem. Wir sollten nur schauen, auf jeden Fall, dass jede Arbeit mindestens zweimal reviewt wird. Wenn ihr da auf die Review-Einteilung drauf geht, das ist ein Link zu einem Google Spreadsheet. Und ich habe da drinnen bereits die Dateinamen vorbereitet von den Arbeiten, die da aufgeladen worden sind. Und ich würde euch bitten,
euch zwei Arbeiten auszusuchen, die euch interessant vorkommen. Idealerweise nicht die eigene, das bringt relativ wenig, wenn man die reviewt. Zwei Arbeiten auszusuchen, die euch interessant vorkommen und dann eure Namen entsprechend neben dieser Arbeit einzutragen. Da bitte darauf achten, ein drittes Review bei einer Arbeit nur dann eintragen, wann bereits alle Arbeiten mindestens zwei Reviews haben. Das wäre wichtig, damit jeder ausreichend Feedback erhält. Die Einteilung überlasse ich euch. Es ist First Come, First Serve. Wer sie als erster eintragt, kriegt die Arbeit, die ihn interessiert. Wer sie später eintragt, muss die Arbeiten nehmen, die übrig bleiben. Bei den Draft-Versionen war ja die Idee, ich schalte da jetzt einmal ganz kurz wieder retour ins Basecamp. Bei den Draft-Versionen war ja die Idee, dass die inhaltlich möglichst vollständig sind, auch von der Struktur her schon vollständig sind, damit das Review was bringen kann, damit das Feedback, das man da auf die Arbeit kriegt, insofern Sinn macht und irgendwie eingearbeitet werden kann, weil man sowieso schon weiß, dass es nur unfertig ist oder dass es an manchen Stellen nur Probleme macht. Hilft es wenig, wenn das Review auch nochmal darauf hinweist. Nur dann, wenn man eigentlich das Gefühl hat, okay, die Arbeit ist schon rund und das Review weist aber trotzdem nochmal auf Aspekte hin, die vielleicht unklar sind. Da wieder beim Schulten kurz. Auf Aspekte hin, die vielleicht unklar sind, dann kann das auch wirklich was bringen. Grundsätzlich kommt dieser Review-Gedanke aus der Organisation wissenschaftlicher Konferenzen bzw. der Herausgabe von wissenschaftlichen Zeitschriften. Da ist das Peer Review, also das Review von Fachexperten, von Kollegen innerhalb der Community, innerhalb der Wissenschaftler in einem bestimmten Feld. Das übliche Qualitätssicherungsinstrument, das heißt, wenn man irgendwo einen Artikel einreicht, bei einer Konferenz oder bei einer Zeitschrift, dann wird der, wenn der grundsätzlich inhaltlich zur Konferenz oder Zeitschrift passt, ins Review gegeben. Heißt, der wird dann anonymen Fachexperten zugeschickt. Im Normalfall sind die anonym und die müssen den begutachten und einen Kommentar dazu abgeben, ob der ausreichend auf den aktuellen Stand der Forschung im jeweiligen Feld eingeht und ob er methodisch sauber ausgearbeitet ist, ob er klar macht, was der Beitrag des Artikels zum Stand der Forschung ist, sodass man guten Gewissens diesen Artikel dann publizieren kann und dem quasi den akzeptierten Stand der Forschung hinzufügen kann. Jetzt sind solche Reviews im Normalfall für erfahrene Forscher bei Zeitschriften relativ schwach strukturiert von den Vorgaben her. Das heißt, man kriegt ein großes Textfeld, wo steht, schreib bitte dein Review. Und die Leute gehen davon aus, dass das ohnehin schon so passen wird und dass die Reviewer wissen, was sie tun. Davon können wir jetzt natürlich im Bosimena nicht ausgehen. Reviewen muss man genauso lernen wie das Artikel schreiben. Dementsprechend habe ich versucht, ein Review-Formular vorzubereiten, das ein bisschen was an Struktur vorgibt. Da nehmen wir mal in den Chat ein bisschen reinschauen. Das, was an Struktur vorgibt, und ich würde euch bitten, dieses Review-Formular zu verwenden, um eure Reviews anzufertigen. Gut, wenn es im Moment sonst keine Fragen gibt, dann würde ich das Review-Formular durchgehen. Und schalte dazu wieder auf den Bildschirm um. So. Genau. Ihr findet das Review-Formular ebenfalls im Basecamp. Und zwar unter den Vorlagen. Da gibt es ein Word-Dokument, das sich Review-Formular nennt. Und das verwendet bitte. Ich würde euch dann bitten, wenn ihr euer Review fertiggestellt habt, dass es direkt bei der Draft-Version, die ihr reviewt habt, raufladet. Bedeutet, ihr wählt bitte einfach das jeweilige Dokument aus, müsst es ohnehin machen, wenn ihr es runterladet,
geht es also dann, wenn ihr das Review fertig habt, dann nochmal rein und fügt euer Review als Kommentar zu der Draft-Version dazu. Dann haben wir es nämlich gleich direkt katalogisiert und die jeweiligen Personen, die die Draft-Version aufgeladen haben, also die Autoren, bekommen automatisch eine Benachrichtigung, dass ein neues Review verfügbar ist. Auf die eigentliche Datei dann nicht vergessen, das heißt, das Dokument nehmen, reinziehen, dann lädt es rauf. Und das war es im Wesentlichen. Mache ich jetzt nicht. Hoppala. Also bitte dieses Formular verwenden. Nett wäre es, wenn es aus eurem fertigen Review vielleicht ein PDF macht, dass man nicht irgendwelche Schwierigkeiten mit Dateiformaten bekommen und das PDF dann einfach da reinladet. So, das eigentliche Review-Formular. Ich hoffe, man kann mich noch sehen. Also nicht mich, sondern meinen Bildschirm. So, nur ganz kurz einen Blick auf den Stream werfen. Ja. Gut, ich versuche das. Ja, ich versuche das entsprechend groß zu machen, damit man beim Review-Formular mitlesen kann. Das Review-Formular ist gedacht als nicht anonymes Review. Das kriegen wir sowieso bei der Einteilung schon mit, wer wen reviewt hat. Wie gesagt, in der wissenschaftlichen Community ist es dann grundsätzlich üblich, dass man Double Blind macht. Double Blind bedeutet, es sind sowohl die Autoren als auch die Reviewer anonym. Das heißt, aus dem Artikel wird alles, was einen Autor identifizieren könnte, entfernt. Machen wir nicht und wir machen auch das Review an sich nicht anonym. Das heißt, die Reviewer tragen bitte einen Namen ein. Themennummern haben wir in diesem Semester nicht vergeben, tragst du bitte einfach den Titel vom Paper ein, damit es zuordnenbar ist. So, die Struktur, die jetzt erfolgt, die wir jetzt dann gleich durchgehen werden im Detail. Die orientiert sich an den klassischen Komponenten eines Reviews und fügt dann nochmal ein paar Punkte hinzu, die es einfacher machen sollen für die Personen, die Feedback bekommen, auf die wesentlichen Punkte bei der Überarbeitung einzugehen. Ein Review beginnt eigentlich immer damit, dass der Reviewer nur mal ganz kurz zusammenfasst, worum es in dem Artikel geht. Das hat zwar, oder es bezweckt zwei Dinge. Der eine Zweck ist, dass man sicherstellen will, dass der Reviewer das Paper, zu dem er Feedback gibt, auch wirklich gelesen hat. Das andere ist, dass die Person, die als Autor auftritt, also die Autoren, einen Eindruck davon bekommen, ob verständlich war, worum es in dem Artikel grundsätzlich gehen sollte. Deswegen ist hier wichtig, bitte die Zusammenfassung, was die Zielsetzungen und die Inhalte, also die Ergebnisse betrifft, nicht aus dem Originalbeitrag übernehmen, sondern das Ding lesen und dann versuchen, frei zu formulieren, worum es gehen soll. Und das relativ kurz, 1 bis 2 Absätze. Ist jetzt da quantifiziert mit etwa 10 Sätzen. Wir versuchen das dann nochmal enger zu fassen im zweiten Punkt. Der nennt sie, führen Sie nochmals im Beitrag genannte, die im Beitrag genannten Objectives im Einzelnen an und wirklich dann Punkt für Punkt. Ihr erinnert euch vielleicht an die strukturwissenschaftliche Arbeiten, die irgendwann in den letzten Terminen gezeichnet habe. Da ging es um die Ziele und Fragestellungen. Das ist das, was mit Objectives gemeint ist. Das heißt, versucht, idealerweise, ihr könnt euch erinnern, finden wir das in der Einleitung, ihr versucht bitte aus der Einleitung herauszufinden, was sind denn wirklich die Zielsetzungen, die Fragestellungen, die der Artikel bearbeiten möchte und benennt die explizit. Da könnt ihr gerne die Formulierungen verwenden, die der Autor verwendet hat, aber versucht es wirklich die Objectives rauszufinden. Auch das wieder eine Rückmeldung an den Autor, mit dem er einschätzen kann, war ich verständlich, kommt klar raus, was ich erreichen will mit dem Artikel, oder kommt es nicht so klar raus.
Gut, ich hoffe, man kann den Text halbwegs erkennen. Ich mache ihn so groß, wie es irgendwie geht. Dann geht es in der nächsten Frage um den Abstract. Sofern der Abstract in der Draft-Version schon vorhanden ist, was er glaube ich großteils ist, was ich gesehen habe beim Drüberschauen, schaut sich bitte den Abstract an und versucht es einzuschätzen, nachdem ihr sowohl den Abstract gelesen habt, als auch den Artikel gelesen habt, versucht es einzuschätzen, ob der Abstract jene Informationen enthält, auf Basis derer man bei einer Literatursuche nach den Inhalten des Beitrags, und wir gehen einmal grundsätzlich davon aus, wir suchen nach genau dem, was in dem Beitrag genannt ist, würde man dann auf Basis des Abstracts einschätzen können, dass dieser Artikel tatsächlich relevant ist oder nicht. Das heißt, im Wesentlichen fasst der Abstract die gesamten Ergebnisse und die Fragestellungen des Artikels nochmal zusammen. Das heißt, versucht das mit Ja oder Nein zu beantworten oder teilweise zu beantworten. Man kann durchaus Grautöne mitnehmen, aber vor allem auch qualitativ zu beantworten, was tatsächlich fehlt. Das heißt, führt es an, was euch fehlt beim Abstract in Bezug auf den Artikel. Hintergrund der Frage ist hoffentlich klar, bei der Literaturrecherche ist der Abstract normalerweise das Einzige, was tatsächlich frei verfügbar ist, sofern man nicht irgendwelche Volltext-Abos hat am Universitätscampus sitzt oder sonst irgendwas. Das heißt, der Abstract ist das Erste, was man sieht, das Einzige, was man vielleicht kostenlos sieht, und auf Basis des Abstracts muss die Person, die die Literatur sucht, beurteilen können, ist es den Aufwand wert, sich den Artikel zu besorgen oder nicht. Das heißt, ganz wichtig, der Abstract sollte die Information enthalten, die auch dann im Artikel selbst ausführlicher behandelt wird. Der Abstract sollte vor allem durchaus schon die Ergebnisse vorwegnehmen. Das ist ganz wichtig. Ich habe, glaube ich, irgendwann einmal erklärt, ein wissenschaftlicher Artikel nimmt die Spannung raus, also hat keinen Spannungsbogen in dem Sinn, weil er eigentlich schon ganz zu Beginn im Abstract verrät, was das Ergebnis war. Der Abstract ist nicht Teil der Einleitung, er ist eben vielmehr Gesamtzusammenfassung des vollumfänglichen Artikels. So. Also, wir haben ganz oben angefangen mit dem Gesamtartikel und jetzt handeln wir uns quer durch den Beitrag, haben also jetzt den Abstract abgehandelt und wir gehen jetzt weiter in die Einleitung. Und in der Einleitung wird sie versuchen, herauszufinden, ob tatsächlich diese Grafik, die da aufgezeichnet ist, oder die ich damals aufgezeichnet habe, ob die im Artikel nachvollziehbar dargestellt ist. Das heißt, ob tatsächlich irgendwo der Gesamtzusammenhang des Themas dargestellt ist, ob die Fragestellung, die wir behandeln wollen, in diesen Gesamtzusammenhang eingebettet ist, entweder über eine Lücke, so wie es noch skizziert ist, oder ein Potenzial, das man vielleicht behandeln möchte, weil das so ein neues Feld ist in diesem Gesamtzusammenhang, weil sich da ein neuer technologischer Trend entwickelt hat zum Beispiel, und es deswegen wert ist, sich die Gesamtsituation unter dem jeweiligen Gesichtspunkt nochmal anzuschauen. Also haben wir so eine Einbettung in den Gesamtzusammenhang, sind die Objectives, also die Zielsetzungen, die man vorher behandelt hat, sind die tatsächlich aus dieser Zielsetzung, aus dem Gesamtzusammenhang begründet, also wir gehen jetzt in diesen Bereich über, und ist dann, und der ist mir auch ganz wichtig, ein abschließender Absatz drinnen, der einen Überblick über den weiteren Aufbau des Artikels gibt. Ich glaube, das habe ich auch einige Male erwähnt. Fast die einzige Standardkomponente, die man in jedem wissenschaftlichen Artikel findet, ist in der Einleitung der letzte Absatz, der sagt, this paper or this article is structured as follows, oder the reminder of this article is structured as follows. Es geht also darum, zusammenzufassen, in welchen Kapiteln man welche Inhalte jetzt finden wird, um es einem Leser und einer Leserin im weiteren Folge dann einfacher zu machen, sich im Artikel zu orientieren. Auch da wieder generell bewerten und vor allem wieder qualitativ anführen, ob in der Einleitung irgendwas fehlt oder verbessert werden muss. Gut. Schau ganz kurz auf den Stream. Wo sind wir? Ja, bei den Objectives passt.
So, wo wir jetzt bei der Einleitung waren, kommen wir jetzt ans Ende des Artikels. Ihr könnt sich vielleicht erinnern, ich habe erzählt, wie ich beim Lesen eines Artikels vorgehe. Das ist im Normalfall Abstract anschauen, das habe ich schon bei der Literaturrecherche, dann Einleitung anschauen, dann Schluss anschauen und dann erst in die eigentlichen Inhalte reingehen und dann nur in jene Aspekte, die tatsächlich für die eigene Fragestellung relevant sind. Das heißt, wir folgen da derselben Logik beim Review. Wir haben uns den Abstract angeschaut, wir haben uns die Einleitung angeschaut und jetzt schauen wir uns die Zusammenfassung, die Summary, die Conclusions an, je nachdem, wie es benannt sind. Das heißt, wir möchten jetzt wissen, sind die Objectives, die Zielsetzungen im letzten Kapitel nochmal aufgegriffen? Das heißt, werden die nochmals betrachtet und hinsichtlich der Erfüllung bewertet? Das heißt, ist er tatsächlich irgendwo beschrieben? Das ist auch dieser Summary und Contribution Teil, ist beschrieben, was jetzt bei diesem Artikel im Sinne der Fragestellung rausgekommen ist. Sind die Ergebnisse nochmal zusammengefasst, das sind die eigentlichen Conclusions und werden so vorhanden logisch korrekte Schlussfolgerungen gezogen. Also wenn da irgendwo steht, darum muss in weiterer Folge das und das untersucht werden, als Abschlusssatz zum Beispiel. Wenn da auch darum drinnen steht, dann sollte es auch wirklich eine Kausalität sein. Das heißt, dann soll sie aus den Ergebnissen der Arbeit auch tatsächlich ergeben haben, ob es logisch korrekte, was die logisch nächsten Schritte wären. Die Geschichte mit Limitations, die kann man ansprechen, würde jetzt bei dieser Aufgabenstellung, die wir im Proseminar gehabt haben, die im Wesentlichen auf einer Literaturrecherche basiert, nicht als unbedingt notwendig erachten. Wer es schon drinnen hat, sehr gerne. Wenn es nur fehlt, brauchen wir es nicht unbedingt mit reinnehmen. Future Work ist immer nett, wenn es bei euren Arbeiten, also Future Work referenziert, nochmal ganz kurz zusammengefasst, auf die logischen nächsten Schritte, das heißt auf Basis der Ergebnisse der Arbeit, was wäre denn jetzt weiter zu tun, wenn man an der Fragestellung weiterarbeiten möchte. Wenn man das in ein bis zwei Sätzen nochmal zusammenfasst, ist das ganz gut. Auch da wieder das gleiche Schema, passt es, passt es nicht, wenn es nicht passt, was fehlt und was muss verbessert werden. So, und jetzt gehen wir in die eigentlichen Inhalte. Bleiben wir da. Wir gehen in die eigentlichen Inhalte und die nächste Frage ist, wie bewerten Sie den Beitrag hinsichtlich seiner Struktur, Aufbau und roter Faden? Roter Faden, gehen wir nochmal zurück auf diese Grafik, die ich da damals gezeichnet habe, könnt ihr euch erinnern vielleicht, das ist die für den Leser oder die Leserin nachvollziehbare Linie durch den Artikel. Das heißt, wie deutlich wird es denn, worum es in den eigentlichen, in den einzelnen Artikeln geht und wie die zusammenhängen. Gottes, wie die zusammenhängen, ist auch wieder wichtig. Kennzeichnet sie normalerweise dadurch, dass es bei den Kapiteln Einleitungssätze oder Absätze, im Fall des Proseminars wahrscheinlich Sätze gibt, Einleitungssätze gibt, die kurz darauf referenzieren, worum es in dem Kapitel gehen wird, also an welchem Objective, an welcher Fragestellung man arbeitet. Und dass es am Ende jedes Kapitels kurze Zusammenfassung gibt, was im Kapitel rauskommen ist und was uns das im Sinne der Fragestellung gebracht hat, gegebenenfalls. Wichtig ist dann diese Verbindung, die ich da zwischen den Kapiteln gezeichnet habe, dass man entweder am Ende des Kapitels oder am Anfang des nächsten Kapitels oder an beiden Stellen, das darf durchaus redundant sein, kurz erwähnt, was jetzt mit diesen Ergebnissen weiter passiert, beziehungsweise wie die Kapiteln untereinander zusammenhängen. Was idealerweise nicht passieren soll, ist, dass die Arbeit Einleitung hat, dann drei Kapiteln hintereinander stehen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben und am Schluss einen Schlussteil, der nur die Inhalte der einzelnen Kapitel nochmal zusammenfasst und die auch nicht mehr in Zusammenhang setzt. Idealerweise ist
an jeder Stelle klar, warum das Kapitel 2 des Kapitels 2 sein muss und dann mit vor Kapitel 3 kommen muss und man das nicht einfach umdrehen könnte. Also überlegt euch das für die Arbeiten, die ihr reviewt und versucht anzumerken, ob es da noch Schwachstellen gibt. Also ob wirklich an jeder Stelle klar ist, wie diese Sachen zusammenhängen. Also das ist jetzt nicht mehr ja, nein. Also enthält er alle Informationen oder nicht. Da möchten wir das bitte ein bisschen feingranularer beurteilt haben. Wobei das natürlich eine Gefühlssache ist. Wichtig hier wieder begründen. Bitte anmerken, warum ihr glaubt, dass der rote Faden nur hapert und wo, an welcher Stelle es genau bricht. Das war die strukturelle Betrachtung des Artikels. Jetzt geht es um die inhaltliche Betrachtung. Inhaltliche Betrachtung bedeutet in dem Zusammenhang die Adäquatheit der Inhalte zu den Objectives. Das heißt, sind die Inhalte, die präsentiert werden, tatsächlich so, dass man sagen kann, okay, das beantwortet jetzt die Fragestellungen. Oder waren, was oft passiert, waren die Fragestellungen einfach zu ambitioniert, dass die Inhalte dann im Endeffekt mit den eigentlichen Fragestellungen nichts mehr zu tun haben. Ihr müsst jetzt nicht die Qualität der Ausarbeitung beurteilen, das kennt ihr vielleicht da gar nicht, weil das sehr spezielle Themen sind, mit denen man sich dann nur mehr inhaltlich auseinandersetzen müsste. Das wäre jetzt bei einem richtigen Review im wissenschaftlichen Bereich natürlich notwendig. Deswegen beauftragt man ja Fachexperten, damit die auch beurteilen können, ob das wirklich was genuin Neues ist, das da in dem Artikel zusammengefasst ist. Das ist ja gar nicht der Anspruch im Pro-Seminar, deswegen geht es jetzt bei der inhaltlichen Beurteilung eher darum, sind die Inhalte, die präsentiert werden, mit den Objectives in Einklang. Das heißt, kann man auf Basis der Inhalte, die dargestellt werden, die Fragestellungen auch tatsächlich beantworten. Wenn das für die eine oder andere Fragestellung nicht der Fall ist, dann auch bitte hier wieder anführen. So, wieder einen kurzen Blick auf den Stream. Wie weit, dass wir da hinten sind? Ja, passt gut. Sofern es Fragen gibt, bitte unterbrechen. Ich habe den Chat immer halbwegs im Blick und kann darauf reagieren. Wenn es keine unmittelbaren Fragen gibt, dann gehen wir weiter. Wir sind fast am Ende des Review-Formulars. Wir haben jetzt gehabt die Struktur. Wir haben gehabt die inhaltliche Adäquatheit und jetzt geht es noch um die Formulierung und die sprachliche Korrektheit. Sprachliche Korrektheit bedeutet, es sind keine Rechtschreibfehler drinnen, es sind keine Grammatikfehler drinnen. Wenn euch solche Sachen auffallen, bitte darauf hinweisen. Das hilft gegebenenfalls so, nicht die Abgabe ohnehin schon notwendig war, auch in Englisch für die Leute, die das mit dem Englischseminar kombinieren. Wenn da noch Punkte auffallen, das gegebenenfalls bitte hier anmerken. Bei der Formulierung wiederum geht es mir darum, dass der Artikel möglichst unter Anführungszeichen wissenschaftlich formuliert ist, bedeutet in diesem Zusammenhang, dass, schwer zu sagen, keine umgangssprachlichen Ausdrücke drinnen sind, dass möglichst neutral formuliert wird. Im Normalfall versucht man nicht aus einer individuellen Perspektive zu formulieren, sondern aus einer entweder Passivkonstrukte verwendenden Perspektive zu formulieren. Das heißt, den Akteur an sich aus den Texten rauszunehmen. Also nicht ich habe untersucht, sondern es wurden untersucht. Oder, und auch das ist üblich, eine Wir-Perspektive einzunehmen, auch wenn es gar nicht mehrere Autoren sind. Da bezeichnet man dann mit Wir den Autor mit dem Leser gemeinsam quasi. Das ist diese Wir-Perspektive. Das heißt, man würde jetzt dann nicht schreiben, im Folgenden betrachte ich mehrere Fälle, die für mein Thema relevant sind, sondern man würde halt schreiben, im Folgenden betrachten wir drei relevante Fälle für die oben angeführte Fragestellung zum Beispiel. Also versucht es möglichst neutral, wertfrei zu formulieren. Versucht alle Wörter, die
massiv wertend sind, sowas wie ausgezeichnet, sehr gut, das Beste, das Fortgeschrittenste, das am weiten verbreitetste zu vermeiden, sofern sie es nicht belegen könnt, was bei Beste zum Beispiel immer schwer ist, weil da muss man zuerst einmal festlegen, woran erkennt man denn das, was das Beste ist. Da braucht man eigentlich eine Messgröße, dann müssen wir die Messung festlegen, müssen wir beschreiben, wie denn bestimmt worden ist, was das Beste ist, was die Kriterien waren. Am besten ist man versucht, solche Ausdrücke zu vermeiden und nimmt eher neutralere Formulierungen wie ein typischer Vertreter, nicht der am weitest verbreitetste Vertreter, sondern ein typischer Vertreter zum Beispiel. Das heißt, schaut auch auf solche Formulierungen und weist die Autoren gegebenenfalls bitte darauf hin. Ja, die Frage, die ich da gerade lese, bezüglich der Fragestellung, ich nehme an, das bezieht sich auf den Inhalt, das sollte sich bitte auf die identifizierten Objectives beziehen. Das heißt, idealerweise stehen die ja drinnen, wann das funktioniert hat. Nicht versuchen herauszufinden, was der Autor oder die Autorin gemeint haben könnte, sondern tatsächlich was aus dem Dokument hervorgeht. Idealerweise, wie gesagt, geht ja, deswegen haben wir das da herumgemacht, idealerweise geht ja aus der Einleitung heraus, was die Zielsetzungen waren und in dem Zusammenhang würde ich bitten zu beurteilen, ob diese Objectives, diese Fragestellungen inhaltlich adäquat behandelt worden sind. Jetzt ist natürlich, wenn die Einleitung wirklich suboptimal formuliert ist, ist es vielleicht schwer, die Objectives herauszufinden, dann versucht es bitte trotzdem, und ja, da kann man interpretieren, versucht es bitte trotzdem, Objectives zu identifizieren. Ihr führt die ohnehin da in Review-Formular explizit an und bezieht sich dann auf die von euch angenommenen Objectives, wenn ihr das inhaltlich beurteilt. Damit erlaubt es einem Autor oder einer Autorin dann den Mehrwert des Reviews auch einzuschätzen, weil wenn oben bei den Objectives schon was schiefgegangen ist, muss man vielleicht da eher noch was tun und das Feedback bezüglich der inhaltlichen Ausrichtung des Beitrags ist vielleicht nur bedingt wertvoll. Das ganz generell, weil ihr ja Review erhaltet als Autoren, heißt das nicht, dass ihr alles einbauen müsst. Das sind Denkanregungen, die ihr bitte zur Kenntnis nehmt und versucht nachzuvollziehen. Und wenn sie nachvollziehbar sind, dann wäre es gut, wenn ihr bei einer Überarbeitung darauf eingehen könnt. Das kann aber durchaus auch darauf ausschlagen, wenn wir jetzt einen Punkt haben mit ein Reviewer hat ein Objective identifiziert, das ihr eigentlich gar nicht als relevant erachtet habt oder gar nicht adressieren wolltet und beurteilt dann die inhaltliche Adäquatheit schlecht, dann kann das auch einfach dadurch kompensiert werden, indem man das Objective in der Einleitung klarer formuliert. Das muss nicht notwendigerweise auf eine inhaltliche Überarbeitung hinauslaufen. Das heißt, was ihr dann mit dem Review anfangt, das ist zu einem guten Stück auch euch überlassen. Beantwortet das die Frage? Gegebenenfalls bitte dann einfach kurz noch einmal Bescheid geben. Ich gehe ansonsten einfach zwischendurch einmal weiter. Wir waren bei der Formulierung und sprachlichen Korrektheit. Wurde korrekt zitiert, ist die nächste und fast letzte Frage, genau, dann geht es nur mehr um den Gesamteindruck. Wurde korrekt zitiert, da bitte auf zwei Aspekte schauen. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die meisten oder alle von euch eine Literaturverwaltung verwenden und damit Zitate in der oder die Literaturbelege in der korrekten Form vorhanden sind. Jetzt gibt es IEEE-Templates, das zu verwenden war. Ihr erinnert euch da am Basecamp, da ist bei Vorlagen wiederum das Template vorgegeben. Jetzt gibt es einen Zitierstil vor. Das ist dieser Zitierstil mit eckigen Klammern und Nummern, den ihr vielleicht kennt. Ich mache da kurz nochmal auf. Wann das denn
so schnell funktioniert, wie man das vorstellt. Das ist der mit eckigen Klammern und Nummern. Und idealerweise wird im Artikel der verwendet. Das ist das Optimum. Ich zwinge euch aber nicht, diesen eckigen Klammern-Nummern-Zitierstil zu verwenden, weil der einfach fürchterlich unübersichtlich ist. Zumindest ist das meine Meinung. Also, wenn wir da drinnen bleiben, wo finden wir da eine Referenz? Da, genau, Referenzen, eckige Klammern, Nummern. Und dann unten unter den Referenzen genau diese eckigen Klammern, Nummern als Vollbeleg angeführt. Wie gesagt, das Template gibt an sich diesen Stil vor, bitte den grundsätzlich verwenden. Wer einen anderen verwenden möchte, zum Beispiel diesen Autoren-Jahreszahl-Zitierstil, den ich persönlich um einiges übersichtlicher finde, der kann den gern verwenden, dann verwendet es aber bitte konsistent und konsequent einen Zitierstil. Ja, sucht euch einen aus und verwendet den. Wie gesagt, das Template an sich gibt den IEEE-Zitierstil vor und den bitte zu verwenden. Falls, und das ist jetzt wieder fürs Review relevant, falls Zitierstile gemischt sind, falls da Abweichungen auftreten, darauf bitte hinweisen. Viel wichtiger ist aber, dass ihr bitte das eigentliche Literaturverzeichnis durchschaut. Mit der Verwendung von Literaturverwaltungen ist ein Phänomen massiv oder tritt ein Phänomen massiv gesteigert auf, und das ist die der unvollständigen Referenzen. Die Literaturverwaltung generiert zwar automatisch eine Referenz, einen Volltextbeleg für das jeweilige Zitat, kann das aber nur auf Basis der vorhandenen Metadaten machen. So, und sei es, man nimmt die Referenzen aus dem Google Scholar oder man lässt dazu Zotero automatisch importieren oder was auch immer, es passiert immer wieder und sehr verbreitet, dass in diesen Metadaten, die die Werkzeuge versuchen zu importieren oder automatisch zu extrahieren, Blödsinn drinnen steht. Dass irgendwelche Metadaten zwar da sind, aber in falsche Felder eingefüllt sind, dass irgendwelche Metadaten überhaupt fehlen, teilweise sind sie ja falsch. Auf das bitte achten. Schon idealerweise schon beim Generieren, das heißt selber einmal drüber schauen über die eigenen Referenzen und schauen, ist dieses Zitat vollständig. Vollständig heißt, ist zumindest Autor, Titel, Erscheinungsort und Erscheinungsjahr und Seitenzahlen, wenn es um einen wissenschaftlichen Artikel geht, drinnen. Wenn das nicht der Fall ist, dann fällt irgendwas. Ja, dann muss man sich bitte die Metadaten nochmal anschauen. Schaut beim Review bitte auf jeden Fall auch auf diese Information, ob die da ist, und wenn sie nicht da ist, bitte die Autoren nochmal darauf hinweisen. Es lässt eigentlich jede Literaturverwaltung zu, Literaturverzeichnis neu zu generieren auf Basis geänderter Metadaten. Das heißt, wenn ihr Citavi, Zotero, sonst irgendwas verwendet habt, tragt diese Metadaten manuell nach, ändert sie es manuell, wenn irgendwas falsch war, und dann tragt es einfach nochmal auf Generieren, und dann müsste das Literaturverzeichnis auch soweit in Ordnung gehen. So. Bitte auf diesen Aspekt also drauf schauen. So, und dann kommen noch ein paar Kleinigkeiten, auf die ich bitten würde einzugehen. Ein Review hat immer, das ist meistens die einzige Skala, die in einem professionellen, unter Anführungszeichen, Review drinnen ist, eine Einschätzung des Gesamteindrucks des Beitrags. Das heißt, ist er es wert, publiziert zu werden? Das geht normalerweise von Strong Reject bis zu Strong Accept, also Strong Reject, Weak Reject, Neutral, Weak Accept und Strong Reject. Normalerweise wird man auf der Skala das einstufen, nachdem es bei uns nicht um eine Ablehnung oder Annahme geht, würde ich euch bitten, den Gesamteindruck zu bewerten von 1 bis 5, sehr gut bis sehr schlecht. Gesamteindruck bedeutet, geht auf alle die Aspekte, die wir oben angeschaut haben, ein, sowohl Formulierung, Inhalt und Struktur. Ja, alle drei Aspekte sollen in diese Gesamtbeurteilung eingehen. Was normalerweise auch einzuschätzen ist, gerade bei Konferenzen wird das ja oft danach gefragt, ist, ob der Artikel zielgruppenrelevant ist und für die Zielgruppe adäquat aufbereitet ist. Das versuchen wir da auch nachzuvollziehen, indem Sie bitte einschätzt, ob der Artikel
für Personen verständlich ist, die eine Vorbildung in Wirtschaftsinformatik haben. Ja, ihr könnt es im Wesentlichen von euch ausgehen, aber nicht mit der konkreten Materie des Artikels vertraut sind. Ja, das heißt, setzt da irgendwelches Wissen voraus, das man bei der Zielgruppe, in unserem Fall eben unvorbelastete und unter Anführungszeichen Wirtschaftsinformatiker, setzt da irgendwelche Informationen voraus oder irgendwelches Wissen voraus, das man nicht voraussetzen sollte. Wenn das der Fall ist, also wenn da irgendwas vorausgesetzt wird, was man nicht voraussetzen sollte, oder wenn irgendwas viel zu detailliert erklärt wird, dann erwähnt es da bitte. Ja, das müsste man dann gegebenenfalls nochmal kompensieren. Beispiel vielleicht dazu: zu viel Vorwissen vorausgesetzt, wenn jemand Paper über asymmetrische Kryptographie schreibt und dabei voraussetzt, dass jeder weiß, was elliptische Kurven sind, was die mathematische Grundlage von heutigen asymmetrischen kryptografischen Algorithmen ist, dann ist das eine Voraussetzung, die man nicht als vorausgesetzt, oder das, dann ist das ein Wissen, das man nicht als vorausgesetzt annehmen sollte. Und das würde man da an dieser Stelle erwähnen. Auf der anderen Seite, wenn jemand, was nicht, über Webservices irgendwas schreibt und dann beginnt, die Grundlagen von HTTP zu erklären, dann ist es vielleicht etwas, was für den jeweiligen Artikel zu weit in die Tiefe geht und Wissen, einen grundsätzlichen Ablauf von einem Request-Response-Cycle, Wissen, das man vielleicht voraussetzen könnte für einen Wirtschaftsinformatiker. Ja, also da in die Richtung sollte das gehen. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Ah, das findet man immer wieder verbreitet in den Review-Formularen. Was sind die größten Schwächen, was sind die größten Stärken des Beitrags? Also wenn der Autor sonst nichts mehr ändert, was müsste man auf jeden Fall ändern? Und wenn der Autor nochmal an die Überarbeitung herangeht, was sollte er auf jeden Fall beibehalten? Da versucht es nochmal herauszukitzeln, eigentlich als Zusammenfassung alles dessen, was ihr oben geschrieben habt, versucht es herauszukitzeln. Was diese Punkte wären. So, und dann ist das Review im Wesentlichen auch fertig. Ich würde mal grundsätzlich davon ausgehen, dass das Review pro Paper nicht recht viel länger als Stunde, anderthalb maximal in Anspruch nehmen sollte. Ja, die Arbeiten sind nicht länger als 4 Seiten, das heißt, man hat die ja relativ schnell durchgelesen. Und das Review-Formular ist, denke ich, so weit strukturiert, dass relativ klar sein sollte, was ausgefüllt werden muss und kann. Und da nicht lauter Romane schreiben, sondern durchaus sich auf die wesentlichen Punkte fokussieren. Also sollte auch nicht insgesamt in maximal 3 Stunden Aufwand machbar sein. Falls da massive Abweichungen auftreten, macht es wahrscheinlich was falsch, dann meldet euch bitte. Dann habe ich irgendwas nicht ausreichend verständlich erklärt. Dann versuchen wir das nochmal individuell zu klären. Nur mal zusammengefasst, die Reviews, sofern sie fertig sind, bitte PDFs draus machen, dann bei den jeweiligen Draft-Versionen als Kommentar hinaufladen. Die jeweiligen Autoren bekommen dann ohnehin eine Benachrichtigung, dass das Review vorhanden ist. Vom Zeitplan her schaut es so aus, dass damit nur ausreichend Zeit zum Überarbeiten ist, die Reviews bis Anfang Juni vorhanden sein sollten. Das sind jetzt 2 Wochen Zeit. Also Anfang Juni in dem Fall ist ein Freitag. Mal da nochmal auf den Kalender schauen. Geht das irgendwie? Geht nicht. Also Freitag, der 3. Juni. Die Deadline für die Abgabe der Reviews direkt in der Plattform. Bitte. Vom weiteren Verlauf ist dann so, dass wir uns tatsächlich am 13. Juli nochmal sehen. Also da bin ich dann nochmal in Österreich. Wir werden da den Abschlusspräsenztermin machen und dabei eher eine Reflexionsaufgabe
uns geben, also sowas wie World Café machen wahrscheinlich, indem wir gemeinsam unterschiedliche Fragestellungen, die über das Proseminar an sich reflektieren oder den Sinn des Proseminars an sich reflektieren, behandeln werden. Und dann kommt es an sich nur mehr zu den Abgabegesprächen. Da den Chat wieder ins Bild holen, nicht, dass ich was übersehe. Der Präsenztermin 8, der für 27. Juni angesetzt ist, der wird nicht stattfinden. Es gibt die Möglichkeit, bereits am 15. Juni ein Abgabegespräch durchzuführen. Spätestens bitte dann am 4. Juli. An diesen beiden Tagen bin ich wiederum in Linz. Es wird dann rechtzeitig ein Doodle-Formular oder Doodle-Umfrage zum Anmelden geben, so wie wir es schon beim Zwischengespräch gehabt haben. Könnt ihr euch da dann eintragen. Und kommt dann nochmal zu mir zum Abgabegespräch und wir werden eure Arbeit, genauso wie es reviewed worden ist, dann einfach nochmal durchschauen. Die Endabgabe an sich ist mit Freitag, den 8. Juli, fällig. Ihr seht, das ist nach den Abgabegesprächen, das heißt, ihr habt nach den Abgabegesprächen nochmal die Möglichkeit, eure Arbeit auf Basis meines Feedbacks zu überarbeiten. Wer das schon früher macht, also wer zum ersten Termin kommt, hat entsprechend mehr Zeit, da nochmal ein Abgabegespräch zu machen, sonst ist halt nochmal eine Woche, Wochenzeit. Jo. Soviel zum Thema. Am 8. Juli sollten wir eben dann alle Arbeiten direkt im Basecamp abgegeben haben. Spätestens, wer es früher abgeben möchte, wer ja schon früher einen Schein braucht, vielleicht bitte einfach Bescheid geben. Das ist möglich. Spätestens bis 8. Juli hätte ich dann gern die finalen Versionen und ich werde versuchen, in der Woche drauf dann die Scheine auszustellen. Gut. Das war es von meiner Seite soweit. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, glaube ich. Und jetzt muss ich kurz warten, bis das Stream mich eingeholt hat und ich würde jetzt nochmal auf Fragen warten, die ihr bitte gegebenenfalls einfach im Chat postet. Wenn es dann sonst keine Fragen mehr gäbe, dann können wir die Veranstaltung auch bald wieder beenden. Ich hoffe, dass es halbwegs funktioniert hat. Was jetzt natürlich nicht funktioniert hat, ist, dass ich diesen Terminplan in den Stream lege. Den habe nur ich angeschaut. So, hier noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Ihr könnt ohnehin im Basecamp mitschauen. Bitte bis in 14 Tagen die Abgabe der Reviews, also bis in 2 Wochen die Abgabe der Reviews. Am 13. sehen wir uns dann nochmal. Am 15. gibt es die Möglichkeit, Abgabegespräche schon durchzuführen. Am 27. Juni findet nichts statt und spätestens am 4. Juni haben wir die abschließenden Abgabegespräche. Am 8. Juli möchte ich bitte die Endversionen haben. So, ich warte nach wie vor auf Fragen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, schauen wir mal in den Stream, wie weit wir hinten sind. Ich sehe gerade, dass bei mir der Stream abgerissen ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie weit ihr tatsächlich schon hinten seid. Oder noch hinten seid. Okay. Die Verzögerung dürfte sich in Grenzen halten. Ich sehe mich gerade wieder halbwegs live. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich herzlichen Dank für heute. Danke fürs Teilnehmen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat technisch soweit funktioniert, wie man das vorgestellt hat. Und wir sehen uns dann in etwa 3 Wochen beim nächsten Präsenztermin.
Danke, und ich werde versuchen, den Stream jetzt irgendwie sauber zu beenden, sodass die Aufnahme auch weiter verwendet werden kann. Die sollte dann direkt über YouTube bereitstehen und in die Mediathek werde ich es auch bei Gelegenheit dann einbinden. Danke und auf Wiedersehen.